Kann sein, dass ich dabei bin, mich in dich zu verlieben. Hey, das musst du nicht sagen. Ist mir aber ernst. Warum sagst du das, Chris? Woher kommt dieses Gefühl? Ich habe noch nie meine Frau betrogen. Und ich verliebe mich nicht so leicht. Chris, du sollst dich nicht verlieben. Du kennst mich doch überhaupt nicht. Abgesehen von unseren gestohlenen Stunden hier. Auch wenn sie sehr schön sind, aber... Es sind nur Momente. Dann ändern wir das. Ich will dich gern häufiger sehen. Nicht so wie jetzt. Hör auf damit. Ich will nicht, dass du mich liebst. Und ich will diese Heimlichkeiten nicht mehr. Ich werde Allison von uns erzählen. Ach, Unsinn. Doch, ich mach's. Anne. Ich werde sie verlassen. Oh, bitte. Warum bist du jetzt so? Die Menschen, die man liebt, sind die einzigen, die einem wehtun können. Ich würde dir nie wehtun. Hör auf. Ja, womit denn? Hey, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Was meinst du? Lass es einfach. Du kennst mich nicht. Lass es sein. Schluss aus. Wieso? Nein. Gib mir doch eine Chance, Ich bin eine Hure. Verstanden? Was? Ich bin eine Prostituierte. Ich lass mich fürs Ficken bezahlen. Ist es endlich angekommen? Keine Sorge, Herr Doktor. Die letzten Monate berechne ich nicht. Anne, jetzt warte doch. Jetzt Chris, warte bitte doch mal. Hör endlich auf. Du hast ja keinen Schimmer. Geh einfach nach Hause. Geh nach Hause zu deiner Frau und deinen Kindern. Betrügt Ihr Freund Chris Venone seine Frau, Mr. Landry? Das glaube ich nicht. Chris ist ein hingebungsvoller Ehemann und ein... Ein vorbildlicher Vater. So wie alle Ihre Freunde, oder? Nur Sie nicht. Sie sind nicht gerade ein Muster an Tugend, was, Marty? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Warum will sich Ihre Frau scheiden lassen? Scheidung... Dein Hochzeitsgeschenk. Ist das dein Ernst? Aber klar, und verliere ihn nicht. Es gibt nur 5 Stück davon. Wer diesen Schlüssel annimmt, der akzeptiert auch die Regeln für das Loft. Marty? Hast du einen Knall? Unsere Frauen sind hier. Findest du es nicht etwas daneben, die Schlüssel hier zu verteilen? Daneben? Es ist doch nur ein Wohnungsschlüssel. Geh mal hin. Ach nein, das ist ja nicht dein Ding. Naja, später vielleicht. Was ist mit dir, Luke? Jetzt oder später? Na los. So ist brav, Alter. Wow. Pass auf, dass euch das nicht um die Ohren fliegt. Was soll uns um die Ohren fliegen? Ist doch nur eine Wohnung, wie Wings gesagt hat. Unsere Burg. Das hier bleibt streng unter uns, verstanden? Wir erzählen es keinem außerhalb unseres Kreises. Marty. Klar? Ja. Du musst dir nur noch eine finden, die Bock hat, mit dir dahin zu gehen. Gentlemen, willkommen im Loft. Eine tolle Gelegenheit, die man nur selten im Leben erhält. Unsere höchst private Oase. Unsere? Wir teilen durch 5. Überlegt euch, keine blöden Hotelrechnungen, keine verdächtigen Kreditkartenbuchungen. Das hier wäre unsere geheime Zuflucht. Hey, so einer bin ich nicht. Komm schon, Chris, wir sind Männer, wir sind alle ein bisschen so. Wer diesen Schlüssel annimmt, der akzeptiert auch die Regeln für das Loft. Wir erzählen es keinem außerhalb unseres Kreises. Pass auf, dass euch das nicht um die Ohren fliegt. Viel Vergnügen. Wer ist das? Hast du es den anderen schon gesagt? Das ist nicht wahr, oder? Weißt du, wer sie ist? Natürlich nicht, woher. Besser, wir rufen die Polizei. Denk doch mal an unsere Frauen. Da in dem Bett liegt eine Tote. Hiermit hat doch keiner von uns was zu tun, oder? Leute? Was bedeutet das? Das Schicksal wird uns vereinen. Wir müssen rauskriegen, was hier passiert ist, und dann finden wir eine Lösung. Weil wir Freunde sind. Jemand will uns in die Scheiße rein. Und wer? Weiß ich auch nicht. Eine abgewiesene Geliebte, ein eifersüchtiger Freund, ein betrogener Mann. Jemand, der ein Motiv hat. Jeden Moment können die Bullen hier auftauchen. Ich weiß alles. Kennen wir die? Keine Ahnung. Ich muss euch etwas zeigen. Wenn alle Menschen, die man verletzt hat, die Wahrheit erfüllen, was würde dann wohl passieren? Die Menschen, die man liebt, sind die einzigen, die einem wehtun können. Sie hat alles herausgefunden! Das verzeih ich dir nie. Das ist ja wahr!
Geheimnisse.